In Ihrer Rede am Wochenende sprachen Sie davon, dass Sie nichts von Brandmauern halten. Und Sie haben das auch begründet, vielleicht tun Sie es gleich nochmal, aber im Ergebnis würde mich interessieren, was das heißt. Würde die Werteunion, wenn sie in einem Thüringer Landtag getreten ist, auch einen AfD-Ministerpräsidenten zu einer Mehrheit verhelfen und ihn damit wählen? Schauen Sie mal, als Demokrat muss man den Anspruch haben, mit allen Menschen zu reden. Mit allen. Egal, ob man sie mag oder nicht mag, ob sie der gleichen Partei angehören oder nicht der gleichen Partei. Auch egal, ob sie radikal oder extrem sind. Man muss mit diesen Menschen reden. Diesen Anspruch muss man an sich selbst haben. Und das bedeutet auch, mit Radikalen zu reden, weil man sie vom eigenen Standpunkt ja nun auch überzeugen will. Auch mit Extremisten reden, um sie zu überzeugen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung die beste Gesellschaftsform ist. So, und vor dem Hintergrund bin ich gegen Brandmauern. Ich halte Brandmauern für undemokratisch, weil man anderen Leuten den Zugang zum demokratischen Diskurs abschneidet und weil man sich verweigert, eine Auseinandersetzung, einer verweigert, Argumente gegeneinander auszutauschen. Deswegen bin ich dafür, dass Brandmauern geschliffen werden. Keine Brandmauern gegenüber Menschen, keine Brandmauern gegenüber Gruppen und auch keine Brandmauern gegenüber Parteien. Das andere ist das Zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, sage ich auch, sollte man mit denen, die die gleichen Werte teilen und die gleichen politischen Positionen durchsetzen. Und für die Werteunion würde ich sagen, wir arbeiten mit allen zusammen, die unsere Werte teilen und unsere Positionen unterstützen und mehrheitsfähig machen. Wer dann Minister wird, da würde ich sagen, oder Ministerpräsident, das richtet sich nach Eignung, Leistung und Befähigung, nach nichts anderem. Jetzt könnt ihr nochmal nachhaken, was das im konkreten Fall, den ich jetzt konstruiert habe, weil wir natürlich nicht wissen, wie die Wahl in Thüringen ausgeht, aber was das bedeuten würde. Was das bedeutet? Herr Höcke zum Ministerpräsidenten zu machen mit Ihrem Stimmen, ja oder nein? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Nein, das habe ich auch gar nicht gesagt. Und ich glaube, Herr Höcke ist eine Person, die denkbar schwierig ist, als ein Radikaler hingestellt wird. Und ich denke auch nicht, dass irgendjemand ihn außer seiner eigenen Fraktion wählen würde. Aber meine Position ist, dass wir die besten Leute in Regierungsfunktionen haben sollten. Und ich will nicht sagen, dass auf unserer Seite die Besten sind, sondern wir müssen dafür werben, dass die Besten in diese Funktionen kommen, um Thüringen und letztendlich auch Deutschland, ich denke an die Bundestagswahl 2025, wieder voranzubringen.